Moin Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Messertest geht es mal wieder um ein Netfoss Messer und zwar das Black Phoenix. Und wenn ihr wissen wollt, was das Messer kann, dann bleibt dran. Kommen wir mal zum Karton. Ja, ganz einfacher Karton, wie so oft bei Netfoss und auch bei allen anderen Herstellern, was ja auch vollkommen okay ist. Ja, was kriegen wir geliefert? Wir bekommen ein Reinigungstuch, Pflegehinweise und das Messer. Schauen wir uns mal zuallererst die Scheide an. Wir bekommen hier eine schöne Lederscheide. Die ist auch wirklich nicht schlecht verarbeitet. Mit Druckknopf, großer Gürtelschlaufe, einfach genäht nur, aber echtes Leder vom Geruch her. Sie macht ihren Job. Mal gucken, ob das Messer drin hält. Schließen den Druckknopf. Es wackelt natürlich, aber es fällt nicht raus. Also der Druckknopf hält das Messer ganz gut. Kommen wir zum Messer. Hier ist die Schönheit. Ein Jagd- und Outdoor-Messer, so wird es jedenfalls beworben. Es liegt gut in der Hand, fühlt sich angenehm an, ist, ja, hat so Fingergriffel, das ist schon okay. Es hat oben und unten einen Fingerguard, dass man auch nicht auf die Klinge rutschen kann. Das gefällt mir gut. Die Gesamtlänge vom Messer beträgt 28 cm, wovon die Klinge 15 cm hat und der Griff 13. Damit ist dieses Messer nicht § 42a konform. Das muss man wissen. Man darf es natürlich zum Bushcraften oder als Jäger nutzen, aber man hat halt entsprechende Vorkehrungen zu treffen, das Messer zu transportieren. Die Klingenstärke beträgt 4,6 mm, wobei hier oben die Klinge sich etwas verjüngt. Das Messer ist aus 8CR 14 MOV Stahl gefertigt und hat eine Härtung nach Rockwell von 58. Ein Gewicht von 335 Gramm, das Messer inklusive Scheide 410 Gramm. Ja, ein Lanyard-Loch ist natürlich auch dran, das auch nicht scharfkantig wirkt und der Griff ist geschraubt. Das gefällt mir persönlich immer sehr gut. Die Griffschalen stehen minimal ab, also das merkt man schon, aber nicht so, dass es störend ist beim Arbeiten. Okay. Dann kommen wir mal zum ersten Schärfetest und zwar das Rasieren. So, dann schauen wir mal, wie scharf dieses Messer ausgeliefert wird. Und man kann sich sehr gut damit rasieren. So, als nächstes schauen wir mal, ob dieses Messer zur Lebensmittelzubereitung geeignet ist, was sich von einem Jagdmesser eigentlich erwartet. Wir schneiden wieder mal eine Tomate. Und das Messer geht wie durch Butter hindurch. Ich kann auch dünne Scheiben schneiden. Sehr schön. Absolut glatte Schnitte. Da habe ich nichts dran auszusetzen. Als nächstes werden wir mal an Frischholz schnitzen. Mal sehen, ob das Messer auch zum Schnitzen zu gebrauchen ist. Und das beißt sehr, sehr kräftig ins Holz. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Vier Schnitte, absolut glatt, ging sehr gut durch. So, als nächstes testen wir natürlich, ob ich diesen Stock durchgehauen bekomme. Das funktionierte auch wieder sehr gut. So, aufgrund des Gewichtes, denke ich, kann man mit diesem Messer auch gut hacken und es hat hinten auch eine Nase, wo ich gut greifen kann. Und wie man sieht, kann man sehr, sehr gut damit hacken. Sehr schön. So, was uns natürlich auch immer interessiert, kann ich mit diesem Messer betonen. Schauen wir mal, Buche sehr, sehr abgelagert, sehr, sehr hart.
da zerteilt sich mein Beton. Da muss ich mir noch mal was anderes suchen. So, da bin ich wieder mit einem etwas schwereren Geschütz. Ja, und damit ging es hervorragend. So, als nächstes versuchen wir mal ein paar Löckchen zu schnitzen. Und ich muss sagen, man kann mit diesem Messer tatsächlich auch wirklich fein arbeiten. Oder auch größere Chips. Das geht genauso gut. Sehr schön. So, bohren. Kann ich mit dem Messer bohren? Es hat eine sehr feine Spitze, eine gut breite Klinge, 3,5 mm. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, kann das Messer auch nutzen, um Löcher ins Holz zu bohren. Funktioniert ebenfalls sehr gut. Die Firma Netfoss hat mich gebeten, den Spitzentest nicht zu machen, weil es eine sehr dünne Spitze ist. Ich mache ihn trotzdem. Und die Spitze hat sehr gut überlebt. Keine Verformung. So, wir versuchen noch mal eine Zeltheringskerbe zu schnitzen. Und ich muss sagen, ich kann sehr fein mit der Spitze arbeiten. Ich kann das Messer gut auflegen, mit dem Daumen gut runterdrücken, ohne dass es weh tut. Sehr kontrolliert kann ich damit arbeiten. Und kriege im Nu Kerben hin. So, Feuerstahlnutzung. Kann ich mit dem Messer einen Feuerstahl bedienen? Ich denke nicht, dass es funktionieren wird, weil es recht abgerundet und pulverbeschichtet ist. Aber schauen wir mal. Also ich kriege ein paar Funken hin, aber damit ein Feuer machen, das wird nichts. Das glaube ich nicht. Dann nehme ich lieber den Striker und kriege bessere Funken hin. So, und natürlich werde ich auch heute wieder eine Flasche versuchen zu zerteilen. Mal schauen, ob das Messer das hinkriegt. Wunderbar, hat gut geklappt. So, nachdem das Messer jetzt ja nun ein bisschen leiden musste, werden wir nochmal einen Schärfetest machen anhand einer Rasur. Und immer noch rasiert es. So, mein Fazit zum Netfoss Black Phoenix. Ich persönlich finde das Messer wirklich sehr gelungen. Ich finde es optisch sehr, sehr ansprechend. Ist jetzt kein klassisches Bushcraft-Messer, aber man kann es durchaus auch dafür benutzen. Und ich mag die Form, ich mag es in der Hand halten. Es ist ein sehr angenehmes Messer. Die Lederscheide macht einen guten Eindruck. Ich persönlich bevorzuge Kydex-Scheiden, aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber diese Scheide ist dennoch gut verarbeitet. Dieses Messer kostet ungefähr 50 Euro. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Ein Abo und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao, euer Tobi.